Albert Steinrück war ein deutscher Theater- und Stummfilmschauspieler. Leben Steinrück begann als Maler. Erst dann fing er an zu schauspielern, ohne jedoch eine Ausbildung durchlaufen zu haben. Seit Anfang der 1890er Jahre war er an Theatern in Mühlhausen, Breslau und Hannover sowie ab 1901 in Berlin beschäftigt. 1906 kam er zu Max Reinhardts Ensemble an das Deutsche Theater. Von 1908 bis 1920 war er am Hof- und Nationaltheater in München, wo er auch Regie führte und am Ende Schauspieldirektor war. Dabei spielte er unter anderem den Wojciech in der Uraufführung des gleichnamigen Dramas von Georg Büchner am 8. November 1913. In den 1920er Jahren war er wieder an verschiedenen Bühnen in Berlin beschäftigt. Seit 1919 war Albert Steinrück ständig auch beim Film tätig. Gerne wurde er besetzt in den Rollen grausamer Väter. Neben Rosa Valetti spielte er in Reinhold Schünzels Sittenfilm Das Mädchen aus der Ackerstraße. Sein Kollege Paul Wegener besetzte ihn 1920 als Rabbi Löw in Der Golem, wie er in die Welt kam. Ein großer Erfolg wurde 1922-23 Friedericus Rex von Arzen von Cherepy, in dem Steinrück Friedrich Wilhelm I. von Preußen spielte. Neben Asta Nielsen spielte er in Das Haus am Meer und Hedda Gabler, neben Henny Porten in Die Geierwalli und Das Goldene Kalb. Seine letzte Hauptrolle hatte er 1929 in Joe Mays Asphalt. Steinrück starb während der Probenarbeit zu E.H.M. Welcks Schauspiel Kreuzabnahme, in dem er, an der Volksbühne Berlin, den sterbenden Schriftsteller Leo Tolstoi spielen sollte. Albert Steinrück war in erster Ehe mit Elisabeth Gussmann, genannt Liesel, einer Schwester Olga Schnitzlers verheiratet, so dass er mit dem Schriftsteller Arthur Schnitzler verschwägert war. In zweiter Ehe mit der Tochter des Malers Alfred Sohn Rethel, Elisabeth genannt Lissi. Deren Brüder waren der Sozialphilosoph Alfred Sohn Rethel der Jüngere, sowie Hans-Joachim Sohn Rethel, Maler und Geräuschimitator, der auch unter dem Pseudonym Freddy Dosch bekannt war. Einer seiner Enkel ist der Schauspieler Michael Hahnemann. Steinrück blieb ein passionierter Freizeitmaler. Einige seiner Werke wurden im Rahmen einer von Heinrich George organisierten Gedenkvorstellung am 28. März 1929 im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt aus Anlass seines Todes ausgestellt und zum Verkauf angeboten und sind heute Teil der Sammlung des Stadtmuseums Berlin, sowie auch seit Mai 2016 sein Nachlass. Das Grab von Albert Steinrück befindet sich auf dem Friedhof Zehlendorf. Als Grabzeichen dient nur eine kleine Inschriftenplatte. Auf Beschluss des Berliner Senats ist die letzte Ruhestätte von Albert Steinrück seit 1969 als Ehrengrab des Landes Berlin gewidmet. Der Barneiweg in der Künstlerkolonie Berlin wurde 1944 in Steinrückweg umbenannt.